Endlich treffe ich euch. Ich habe gesehen, wie ihr den... Ja, willst du mich verarschen? Endlich treffe ich euch. Ich habe gesehen, wie ihr den intriganten Rotwardonen besiegt habt, der Stross Mekai regiert. Ich sehe große Ereignisse auf euch zukommen. Wie? Visionen. Dies ist einer der drei Schreine, die man auf Betnik findet und die uns einen Blick auf die Ereignisse werfen lassen, die viele Leben beeinflussen werden. Auf euch haben sie ganz besonderen Einfluss. Möchtet ihr sie einmal selbst sehen? Ja. Verbrennt diese Kräuter an jedem der Schreine. Ihr werdet Visionen von den Dingen erfahren, die da kommen werden. Ich werde in meinem Langhaus sein, falls ihr Fragen habt. Ja, und ich werde bekifft sein danach. Nein. Das werde ich. So, dann verbrennen wir doch mal Kräuter. Warum denn auch nicht? Okay. Den Schrein aktivieren. Ich weiß, was ihr vorhabt, eure Hoheit. Was wollt ihr? Aktiviert den südlichen. Okay, warte mal. Hä? Ich werde nicht zulassen, dass Alkehr in die Hände der Rotwardonen fällt. Alkehr in den Händen der Rotwardonen? Ist das hier nicht der südliche? Ihr habt den Verstand. Das ist nicht der Schrein, ne? Tut mir leid, aber anders geht es nicht. Nein, bitte. Ja, wo denn jetzt? Aktiviert den südlichen Schrein. Hä? 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 Ich verstehe es nicht. Plötzlich ist es abgeschlossen. Wieso? Hä? Ach so, weil ich jetzt... jetzt habe ich natürlich reingequatscht, weil die natürlich gequatscht haben. Ja, schlau. Was macht der Wolf denn hier eigentlich? Außer mich angreifen natürlich. Huch, der ist ja fast tot. Durchsuchen. Hey, Rodeller, Fetzen und verdorbenes Fell. Das ist ja sehr schön. Wo muss ich hin? Hier. Lest jetzt die Schriftrolle. Das enthaltene Ritual wird euch in das Geisterreich schicken. Solltet ihr es schaffen, werde ich folgen. Im Namen der Blutdornen, betretet das Geisterreich. Wie er manchmal einfach nur gleitet, wenn man so... Gescheitert. Ja? Vielleicht liegt hier ein Fluch darauf. Ich werde das Ritual in unserem Lager ausprobieren. Seht mal, wer hier ist. Lasst mich raten. Ihr wolltet das geheime Lager der Blutdornen betreten. Ich habe das Schloss von ihrem geheimen Eingang entfernt. Ja, Khan. Der kommt mir doch so bekannt vor. Ich gebe euch Deckung, Hübscher. Was macht ihr hier, Yakan? Nach euch suchen. Laganak sagte mir schon, dass ihr auf dem Weg hierher seid, um die Fieslinge zu jagen, die die Festung angegriffen haben. Ihr wusstet vom Versteck der Blutdornen? Sicher. Ich habe einige zu ihrer Höhle verfolgt. Anstatt alleine herumzuschnüffeln, habe ich mich entschieden, auf euch zu warten, mein Freund. Und da seid ihr. Lebt wohl. Was denn das für eine Verabschiedung? Jedes Mal. Also, der muss sich aber auch mal was anderes einfallen lassen. Okay, das Versteck der Blutdornen. Soll ich betreten und diesen Schluckauf loswerden? Das wäre toll. Aber naja. Wo ist denn das Versteck? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hier drin? Wolf, wirklich? Der hilft mir tatsächlich. Okay, Wolf tot. Gut. Hä? Wolf tot und der andere weg. Natürlich. Der verschwindet einfach. Kennt man ja. So von den Leuten, ne? Ich meine, ist ja allgemein bekannt, dass Leute einfach so verschwinden, wenn sie Wölfe töten. Ja? Ein Fall für Dr. Wu wahrscheinlich. Gehen wir mal hinein in das wunderschöne Versteck. Die Bösen immer so schlecht. Ich gebe euch Deckung, Hübscher. Ah ja, lebt wohl. Hübscher? Also, finde ich jetzt aber, also, ich weiß ja nicht. Und tot war es. Oder sie. So. Ja, Khan gibt mir Deckung. Das heißt, ich greife einfach mal diesen Blutdorn-Brandstifter an. Und besiege ihn sogleich, weil die anderen mir auch noch helfen. Dadurch. Also, weil sie halt da sind, helfen sie mir. Also. Ja. Keine Ahnung.
bin schon wieder verwirrt. Weiß nicht, was ich sagen will. Tja. Ach, stirb schon, endlich. Na also. Ach, hat gar nichts gebracht. Na toll. Du bist aber nur ein... Ach, das sind Söldner, das sind gar keine anderen Spieler. Doch. Doch, doch, das sind andere Spieler. Der hat bloß einen Begleiter namens Söldner. Oder wie jetzt? Ich verstehe es nicht so ganz. So. Huch, da ist es tot. Oder sie, oder es, oder er. Nein, sie ist gleich tot. So. Und natürlich ein Gold. Wieso haben die alle nur ein Gold dabei? Das ist ja unfassbar. Vor allem alle gleich viel. Ist ja eigentlich auch eine schöne Gesellschaft. Ich meine, jeder hat gleich viel Geld. Ist doch gerecht, ne? Finde ich nicht schlecht. So. Stirb, Blutdorn, Kultistin. Stirb. So, okay. Da ist sie tot und... Ja, ein Gold ist sehr schön. Hust. Tja. Hört Vardan zu. Wo ist er denn? Seid ihr Angst? Endlich. Ein Erfolg. Ich kann das Geisterreich betreten. Die nächste Phase unserer Mission kann beginnen. Verlass das Versteck. Also ich muss ja sagen, das ist eigentlich schlimm, ne? Also ist zwar schön, wenn die... Also ist eigentlich schön, wenn alles gerecht ist. Aber wenn das halt so... Ich weiß ja nicht. Wenn man halt das echte Leben sich mal anguckt und dann, huch, was ist denn hier los? Stehen sie alle ineinander? Und dann so Sachen hört, wie dass ein Manager irgendwie 50 Millionen Abfindung kriegt, wenn er entlassen wird. Ich meine, what the fuck? Alter... Das ist überhaupt nicht übertrieben oder so. Ich meine, stell dir vor, du wirst entlassen, hast du 50 Millionen, du musst dein ganzes Leben lang nicht mehr arbeiten. Ganz schnelle Autos fahren, alles Mögliche. Hast einfach dann viel zu viel Geld. Aber naja. Kannst du dir hier, weiß ich nicht. Ja, gibt dir ein paar Autos für mehrere Millionen, da hast du schon Möglichkeiten. Ihr seid zurück? Was habt ihr über die Pläne der Blutdornen erfahren? Sie versuchen verzweifelt ins Geisterreich zu gelangen. Diese Narren! Hatten sie Erfolg? Ja, ich sah, was geschehen ist. Die drohenden Gefahren werden deutlicher. Ich werde versuchen, Häuptling Tazgul davon zu überzeugen. Obwohl ich bezweifle, dass er auf die Worte eines Außenseiters hören wird. Die Anstrengungen, die ihr für uns unternehmt, ehren euch. Computer, Quest abschließen. Jetzt habe ich einen Dolch bekommen. Ich brauche doch keinen Dolch. Ich verstehe das nicht. Ich habe Neuigkeiten. Dann kümmere ich mich um einen. Halt, untersucht die zerschliffenen Hügel. Ach so. Ja, das ist abgeschlossen. Gut. Dann das nächste ist halt... Aktiviert den nördlichen Schrein. Natürlich greift mich gleich ein Wolf an oder auch nicht. Sprecht mit Lambur? Was denn noch alles? Jetzt lass mich doch mal einmal erstmal irgendwas fertig machen. Bevor du mich hier 10 Milliarden mal irgendwo hinschickst. So, warte. Erstmal diesen Wolf hier plündern. Oder auch nicht. So, wo soll ich denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Aktiviert den westlichen Schrein und sprecht mit Lambur. Wo ist denn Lambur? Ach, das ist wahrscheinlich eine andere Quest gewesen. So, westlicher Schrein. Westlicher Schrein. Ja. Der ist... Okay, der ist aber näher. Das heißt, da gehe ich jetzt erstmal zuerst hin und dann gehe ich zum anderen. Eigentlich ist ja wurscht, wo ich zuerst hingehe oder nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Schon wieder dieses Traveling Salesman-Problem. Also das Problem des Handlungsreisenden. Kennt vielleicht jemand, der Informatik studiert hat. Oder vielleicht auch in der Ausbildung. Ich weiß nicht, ob es daran kommt. Keine Ahnung. Ist halt das Problem, den kürzesten Weg zu finden zwischen mehreren Punkten. Das heißt, wenn du irgendwie 10 Kunden abfahren musst und denen sagst, ich komme so von 8 bis 18 Uhr vorbei, so zwischen 8 und 18 Uhr, ne, und dann musst du halt den kürzesten Weg raussuchen und den schnellsten Weg, das ist, wobei das äquivalent ist, ob du jetzt, oder vollkommen egal ist, ob du den kürzesten oder den schnellsten Weg nimmst, das ist das gleiche Problem. Und dann, naja.
ist schwierig, weil es ziemlich lange dauert, das zu berechnen. Bei 10 Kunden geht's noch, bei 50 dauert es mehrere Tage wahrscheinlich. Ist blöd. Jetzt gehört ihr zu uns! Geht, verteilt unsere Gabe! Okay, da ist Garnick. Garnick. Was ist, oder wer ist denn Garnick? Und wo ist er vor allem? Hä? Wo? Ach, da hinten. Ich sehe etwas. Hier ist der. Verdammt, Krüger! Hört auf damit, so eine Aufregung zu machen. Wenn er verletzt ist, dann ist Garnick ein Troll. Ich wollte gar nicht mit der sprechen, ich wollte eigentlich mit dem hier sprechen. Wenn ihr nicht aufhört zu starren, Außenseiter, werde ich euch die Einnahme Orsiniums doppelt zurückzahlen. Ein paar Kratzer stören mich nicht. Was ist denn euer Problem, ey? Ey, was hast du für ein Problem, ey? Ich bin voll der nette Typ und du machst mich hier so von der Seite an. Was soll denn das? Nee, jetzt mal ernsthaft, was ist denn euer Problem? Ihr taucht einfach hier auf und denkt, ihr werdet was Besseres? Falsch gedacht. Was ist das denn für eine Gesprächsoption? Vielleicht bin ich besser? Was? Alter, vielleicht bin ich besser. Große Worte. Beweis, dass etwas an ihnen dran ist. Ich wette meine Axt, dass jeder meiner Jäger euch in einem Duell besiegen kann. Diese Wette halte ich. Schlagt 3 meiner Jäger in Duellen und meine Axt gehört euch. Sollte dabei nicht etwas auf dem Spiel stehen? Kein Bedarf. Der Verlust eurer Würde wird mir Belohnung genug sein. Lebt wohl. Einen der Jäger soll ich jetzt... Wie jetzt? Wo denn? Warte mal. Hüpp. Okay, nur ich soll mich mit 3 sogar duellieren. Okay. Das ist aber nicht... Ist das der Jäger? Ich weiß es nicht. Hüpp, dann probier's. Wow. Hey, na, das ist ja schwierig. Guter Kampf. Garnick hat sich diesmal mehr aufgehalst, als er bewältigen kann. Lebt wohl. Hier steht Slanik. Und hier steht Snarlik. Snarlik und... Achso, das ist nicht der Name, sondern das sind einfach nur... Hä? Guter Kampf. Garnick hat sich diesmal mehr auf... Hä? Ich bin irritiert. Hä? Wieso steht der irgendwie 4-mal da oder 3-mal? 1, 2, 3-mal? Eines Tages werde ich es euch zurückzahlen. Okay. Bin ich jetzt dran? Lebt wohl. Wo sind jetzt die Jäger, mit denen ich mich duellieren soll? Ich verstehe das nicht. Das ist doch schon wieder Logbo, den kennen wir doch schon. Hier reden. Eines Tages werde ich es euch zurückzahlen. Lebt wohl. Hä? Wieso sind die mehrmals vorhanden? Ich verstehe das nicht. Kannst du mir das mal erklären? Hier ist den habe ich doch schon. Hä? Ich bin irritiert. Was ist das denn hier? Bist du vielleicht Tishnaku? Seid ihr gekommen, um euer Glück an mir auszuprobieren? Lebt wohl. Ja, wie soll ich denn jetzt? Ey, ich will mich doch mit denen duellieren. Kann ich irgendwie nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist Logbur. Aber wie soll ich die denn herausfordern? Ich probier's doch schon die ganze Zeit, aber die sagen alle nö. Hä? Ach, ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Quest? Erstmal gibt's die NPCs 10-mal gefühlt und dann... Mich irritiert das. Und hier ist sehr schön übrigens. Habe ich schon mal... Na gut, so schön jetzt auch nicht. Aber das mit dem Boot und so, das kann man doch eigentlich... Ja, wenn man jetzt hier noch ein bisschen ranzoomt vielleicht, so den Ausblick und dann mal das Interface, da erstmal das wegstecken und hier so, kann man doch sagen, ja, geht eigentlich, ne? Da ist ein Schiff umgefallen oder gekentert, hier steht eins und hier, naja, sind halt Felsen und schon wieder ein Lensflare, ist ja klar. So, hier können sie wirklich den neuen Star Trek Film drehen bei so viel Lensflares. Da. Was? Nee, das mache ich wieder an und ich zoome mal wieder raus. Genau, ich zoome mal wieder raus natürlich. So, Garnick.
gar nicht so schlecht, ne? Ja. Hust. Hallo, Garnick. Kein Grund, sich hämisch zu freuen. Ich habe alles gesehen. Meine Jäger brauchen eindeutig mehr Übung. Und meine Belohnung? Mein Wort ist so treu wie dieser Stahl. Nehmt meine Axt. Vielleicht lernt ihr eines Tages, wie man sie benutzt. Computer Quest abschließen. Ich sag das, glaube ich, jedes Mal, aber... Das ist doch so dämlich, dass es... Weißt du, sonst sind das alles Gesprächsoptionen von wegen... Ja, hallo, wie geht's euch so? Ja, was ist mit euch los? Und bla und blub. Und dann einfach nur so... So, Quest abschließen. Als ob du jetzt so jemandem sagen würdest, hey, Quest abschließen. Ja? Ich meine, gehst du zu deinem Kumpel, sagst du Quest abschließen. Ich meine, war die Quest, zu deinem Kumpel zu gehen, ne? Hast du von ihm bekommen? Hat er dich angerufen? Hey, kommst du mal vorbei? Und dann bist du da, sagst du, Quest abschließen. Ne, und bekommst als Belohnung dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, seine Liebe oder so. Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Nein, als Belohnung gibt's halt nichts außer Zeit, die man mit ihm halt verbringt dann und hoffentlich Spaß. Aber gut, jetzt soll ich erst einmal den nördlichen Schrein aktivieren. Okay, wie weit ist der denn? Sage mal, der kann doch nicht so weit weg sein. Also das lobe ich nicht, dass der so weit weg ist. Wo bin ich denn hingelaufen schon wieder? Da bin ich doch bestimmt wieder falsch gelaufen. So wie ich mich kenne, du. Ja, das ist ja unfassbar. Das glaubt mir doch kein Mensch. Was ist denn das für ein Wehschrein? Ach, das ist der von Düsterfeld. Den kennt ihr. Den kenn ich ja schon. Ah. Toll, jetzt bin ich auch noch müde. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Definitiv. Na? Würde ich jetzt mal behaupten. Alter, wie weit ist denn das jetzt? Lauf. Alter, lauf schneller. Ich brauche ein Reittier dringend. Der kann einfach nicht laufen, ey. Echt. So. Zeitgemäß hätte ich natürlich gern ein Motorrad als Reittier, ist ja klar. In WoW gibt es auch Motorräder, von daher. Was? Keine Ahnung. Komisch, dass so ein kleines Ding solch einen großen Schrecken auslösen kann. Es muss zerstört werden! Wartet, denken wir darüber nach. Worüber sollte man da nachdenken? Es hat hunderte Orks getötet! Ja, dann werft es doch in den Schicksalsberg. In den richtigen Händen könnte es das Bündnis gegen Invasoren verteidigen. Ich werde es nicht in die Hände von denen geben, die Orsinium eingeebnet haben. Das ist wirklich wie Herr der Ringe, die streiten, richtig. Ist bloß kein Ring, um die streiten, in Klammern, glaube ich. Aber, ne, also ich weiß ja nicht. So, jetzt soll ich natürlich noch mit der da sprechen, das ist wieder so ein weiter Weg, Schnarch. Aber wie Herr der Ringe, ne? Da haben sie auch so drum gestritten um den Ring. Wir können ihn einsetzen, um Sauron zu besiegen, bla bla bla. Der Ring gehorcht nur Sauron, bla. Kennen wir ja schon alles. So in etwa, ne? Erinnert mich wirklich gerade an diesen Rat von Bruchtal oder wie der hieß. Auf jeden Fall, wo sie halt sich drüber gestritten haben, was mit dem Ring geschehen soll. Und naja, gut. Kannst du halt in den Schicksalsberg werfen, ne? Frag Frodo, der weiß, wie das geht. So, tot ist diese Spinne. Das ist ja sehr schön. Hat überhaupt nichts gebracht. Geben die eigentlich Erfahrung? Ich weiß das gar nicht. Oder bekommt man die Erfahrung nur durch Quests? Keine Ahnung. Wie sieht's eigentlich aus jetzt hier? Stufe 7 schon. Ach, warte mal. Ach Mensch, ich kann mehr Magika erleben. Ich glaube, ich erhöhe mal mein Leben auch nochmal einmal. Ist vielleicht sinnvoll. Ja. Oder? Plus 15? Oder plus 10? Ach, nehmen wir da plus 15. So, Punkte einsetzen. Ja. Und jetzt vielleicht nochmal hier. Fertigkeiten. Was ist das da oben? Ach so. Ah. Verstehe. Gut, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Den kann ich einsetzen für... Was für... Feindliche Effekte. Bringt Feinde zum Schweigen und betäubt nahe Monster. Ultimative Fähigkeiten oder passive. Was kann ich denn noch nehmen? Instabiler Begleiter will ich eigentlich nicht. Magiezorn? Nee. Hier Waffe, da kann ich nochmal Zerstörungsstab. Okay,
Okay, warte. Massive Fähigkeiten, das habe ich ja schon. Da geht nicht Rüstung. Leichte Rüstung. Mit mindestens einem getragenen Stück. Okay, aktueller Bonus 1%. Gut. Erhöht eure Magiker-Regeneration für jedes Stück getragene leichte Rüstung um 2%. Nehmen wir das hier mal. Freischalten. So, und dann gehe ich mal hier ganz kurz raus. Huch. Da ist ja eine Truhe, habe ich. Sehe ich gerade. Mensch, die muss ich auch noch mitnehmen. So. Truhe. Ah, kann ich nicht aufschließen. Toll. Schön. Ja. Da hinten ist noch eine Quest. Mit Lambo soll ich sprechen, aber. Ist das nicht eh schon? Ach, das ist ja schon das. Okay. Verstehe. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier ins Dörfchen hinein, würde ich sagen. Sprechen wir beim nächsten Mal wahlweise mit Lambo. Ich glaube, ich spreche mit Lambo beim nächsten Mal. Der müsste hier irgendwo sein, theoretisch. Also, hoffe ich. Ich weiß es nicht genau. Eigentlich sollte er hier irgendwo sein. Ach, hier ist er ja. Ich muss schnell nach Herzogs, um diese Bedrohung zu beenden. Ja, Herrin. Es ist eine Sie, es tut mir leid. Ja, so. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Lambo. Ich, ja. Es macht sich besser. Verdammt. Das macht es auch nicht. Ich gehe mal mit meinem Mauszeiger woanders hin. So, auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.